Am Wochenende geht es im Breisgau zur Sache, denn dort empfängt der Freiburger FC unseren FC 08 Villingen. Danach kommen mit Ilshofen und Bruchsal noch zwei weitere Gegner aus der unteren Tabellenregion in die MS Technologie Arena. Deshalb fragen wir Tevik Ceylan, ob ein realistisches Ziel noch Platz 3 lauten kann. Wir müssen uns jetzt die letzten drei Wochen einfach noch konzentrieren und unsere Leistung abrufen. Und wenn wir das schaffen, dann gehe ich davon aus, dass Platz 3 möglich ist. Aber da muss halt, sag ich mal, das Ganze drumherum einfach passen mit der Leistung, mit dem Engagement. Nochmal die letzten drei Spiele alles rauszuholen. Dann haben wir eigentlich eine ordentlich bis gute Saison gespielt. Platz 3 hinter zwei Profimannschaften, sage ich jetzt mal, mit Stuttgarter Kickers und Freiburg, wäre es ein sehr guter Saisonabschluss. Mit der anstehenden Auswärtspartie haben unsere Schwarz-Weißen das nächste Südbaden-Derby vor der Brust. Der kommende Gegner steht unten drin in der Tabelle, ist aber dementsprechend besonders gefährlich, weil es für den Gegner also noch um sehr viel geht. Erwartet Trainer Marcel Yahyayan deshalb einen besonders druckvollen Gegner? Ja, definitiv. Der Freiburg FC spielt noch gegen den Abstieg, hat sich aber aus einer aussichtslosen Lage, finde ich, in der Hinrunde, wo sie mal lange Zeit ganz, ganz unten standen, abgeschlagen, über eine gute Rückrunde wieder in eine super Situation reingespielt, ja, für ihre Verhältnisse, dass sie jetzt über den Strich stehen aktuell, sind aber noch nicht gesichert. Der Abstiegskampf wird, glaube ich, bis zum Schluss ganz spannend bleiben. Das heißt, der Freiburg FC wird sicherlich auf Sieg spielen und versuchen, gegen uns zu gewinnen. Und wie lautet dementsprechend unser Matchplan, um bestmöglich den dritten Sieg in Folge einzufahren? Ja, wir treffen auf jeden Fall mit dem Freiburg FC auf eine sehr spielstarke Mannschaft. Haben wir auch in der Hinrunde hier bei uns im Stadion gesehen, wo wir 2-1 gewinnen konnten, aber es war ein enges Spiel. Ich glaube, wir müssen wieder sehr gut gegen den Ball arbeiten, was wir in den letzten Wochen einfach richtig, richtig gut gemacht haben. Ja, und über 90 Minuten einfach auch die Spannung extrem hochhalten, weil die wird beim Freiburg FC oben sein. Und wenn wir da das auch schaffen, das Tempo mitzugehen, ja, und auch die Spannung so hoch wie möglich zu halten von der ersten Minute, dann glaube ich, dass wir gute Chancen haben, auch dort zu punkten. Und dadurch, dass wir selber auch noch Ziele haben in den letzten drei Spielen, werden wir nicht nur auf einen Punkt spielen, sondern auch auf den Sieg. Anstoß in Freiburg am Samstag um 14:30 Uhr. Auf geht's, 08.